Hallo zusammen! Es gibt eine neue Box auf dem Markt und zwar ist das die Gourmet Box. Und ja, die Leute von gourmetbox.de haben mich angeschrieben, wie viele andere YouTuber auch, ob ich nicht Lust hätte, die neue Box kostenlos zu testen. Und da sage ich natürlich nicht nein, wenn ich schon mal gratis eine Box bekomme. Ich zeige euch mal, wie sie aussieht. Die ist gestern gekommen. Von vorne sieht sie so aus. Finde die Aufmachung sehr schick. Es gibt keinen weiteren Karton innen drin, von daher, ich meine, sie sieht zwar toll von außen aus, aber man kann da jetzt nicht großartig viel mehr mit anfangen, wenn man sie einmal geleert hat. Außer man verschickt jetzt eben wieder noch irgendwas, also im Grunde Altpapier, bei mir zumindest. Achso, kommen wir mal erst zu den Fakten, solange ihr noch aufmerksam seid. Die Box gibt es im Abo alle 2 Monate für 24,95 Euro. Das Abo ist dann auch jederzeit kündbar. Dann gibt es aber noch ein 3-Boxen-Abo, weil es ist kein 3-Monats-Abo, weil sie ja nur alle 2 Monate kommt. Das heißt, es ist eigentlich ein Halbjahres-Abo mit 3 Boxen. Das kostet 68,85 €. Das heißt, ihr spart, glaube ich, was stand da, 8% oder sowas. Lässt sich dafür aber nicht jederzeit kündigen, weil ihr halt diese 3 Boxen habt. Dann gibt es noch ein Jahresabo, das beinhaltet halt 6 Boxen. Das kostet 124,75 €. Und ja, wenn man dann mal gegenrechnet zum normalen Abo, kriegt ihr praktisch die 6. Box gratis, wenn man so will. Die Gourmet-Box ist praktisch vom Bertelsmann Club, den kennt vielleicht viele Jüngere von Mama und Papa. Also ich kenne das von meiner Mutter noch, da hat meine Mutter früher immer Bücher bestellt beim Bertelsmann Club. Und die haben eben auch die Pink Box und die Mami Box. Und haben sich halt gedacht, fehlt wahrscheinlich noch eine Essensbox. Und ja, das ist die etwas gehobenere Klasse, das ist jetzt nicht unbedingt was... Weiß ich nicht, ob das unbedingt für die Jüngeren ist, ich sag mal, vielleicht für die reifere Generation, wozu ich mich zähle. Gleichzeitig bin ich aber nicht die Person, die diese Box bestellen würde, sage ich ganz ehrlich, weil das ist einfach nicht, ihr werdet gleich sehen, was drin ist und gerade so Alkohol, tolle Weine, die mögen toll sein, kann ich aber nichts mit anfangen, zeige ich euch aber gleich. Aber vielleicht ist der eine oder andere dabei, dem das gefällt. Man kann die nämlich auch verschenken. Einmal dieses 3-Boxen, einmal das 6-Boxen-Abo. Das finde ich zum Beispiel eine gute Idee. Wenn man mal ein etwas edleres, anderes Geschenk haben möchte, finde ich das... Ja, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass ich dieses 3-Boxen-Abo dann mal kaufen würde, um es zu verschenken. Ja, die Box kommt immer Anfang des Monats. Und jetzt zeige ich euch mal, was drin ist. Als erstes eine Zeitschrift, wie wir das auch aus der Pinkbox kennen. Genießen, Wein, Essen, Reisen. Das Ding kostet 7,50 Euro und ist die ganz aktuelle Ausgabe aus Januar. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Falstaff? Kann ich so überhaupt nichts mit anfangen mit Falstaff, was das bedeuten soll. Ist das Englisch? Falstaff? Ist bestimmt mal ganz interessant, einmal durchzublättern. Aber wie ich das schon mal gesagt habe, ich bin mehr so für Klatsch und Tratsch und dann vielleicht wirklich... Ich meine, hier sind Rezepte drin, aber in letzter Zeit hole ich mir meine Rezepte immer lieber aus dem Internet. Das kostet so gut wie gar nichts und ich kann speziell nach etwas suchen. Will aber nicht sagen, dass das ein uninteressantes Magazin ist. Also wer so ein kleiner Gourmet ist und sich für Weine und spezielle Reisen interessiert, für den ist das bestimmt interessant, diese Zeitung, jetzt wollte ich Zeitschrift sagen, Zeitung. Dann gibt es Karten, wie wir das auch gewohnt sind. Schmeiß weg. Also einmal eine allgemeine Karte, wo hinten drauf steht, einmal so ein grober Überblick, was in der Box ist. Und dann, was ich ganz toll finde, zu jedem einzelnen Produkt nochmal eine Extrakarte und zum Beispiel bei diesem einen Artikel sogar ein Rezept hinten drauf. Das finde ich echt eine super Idee, aber ich denke mal für 25 Euro kann man auch ein bisschen was anderes erwarten als für, ich sag mal wie bei der Brand News Box eben für 10 Euro. Wobei das so
mehr meine Box wäre und ist. Die kommt übrigens auch die Tage. So, so sieht das Ganze von innen aus. Einmal mit so einem schwarzen Pergamentpapier. Wir greifen uns nochmal das erste und da haben wir ein Hazelnut Coffee. Und also ich habe die Box aufgemacht und mir kam sofort dieser Kaffeegeruch entgegen und ich liebe Kaffeegeruch. Ich mag gar keinen Kaffee. Ich habe das, glaube ich, ein, zweimal probiert und das ist mir einfach zu bitter. Ich mag ich überhaupt nicht. Ich mochte früher liebend gerne alles, was mit Kaffee zu tun hat. Sei das Kaffeebonbons, Kaffeejoghurt, Kaffee-Eis, so Mokka-Eis oder sowas. Total gerne und ich liebe den Geruch von Kaffee. Das riecht immer so schön, weiß ich nicht, frisch. Keine Ahnung, Frühstück, morgens, gemütlich, sonntags. Und das ist eine Musterpackung, die kostet, sind das jetzt 100 Gramm, 3 Euro. Echt von Brockholz. Klingt irgendwie deutsch, ne? Brockholz. Es riecht auf jeden Fall total lecker. Oh ja, das kommt aus Bremen. Geröstet und verpackt in Bremen. Da siehst du wohl. Sollte ich mir irgendwo hinstellen, nur zum dran riechen. Da ist nämlich hier so ein kleines Loch drin. Ich glaube, das ist extra dafür, dass man dran riechen kann. Das finde ich echt eine coole Idee. Das war das erste. Dann haben wir hier lecker, lecker. Ich liebte belgische Schokolade. Ja, es war einmal Orange Kiss Coffee Nights. Na toll, genau sowas meinte ich. Hätte ich mich früher reinsetzen können. Indian Journey, das ist mit Safran und Curry. Curry in weißer Schokolade. Ja, da habe ich wieder was für Papa, ne? Kostet 5,95 Euro die Packung. Das sind auf jeden Fall Schokoladen von einem Sternekoch. Der Mensch heißt Harald Rüssel. Ist ein süßer Name, Harald Rüssel. Kriegt das nicht mal mehr hier rein. Blöd. So, lecker, lecker. So, dann haben wir hier noch eine regionale Honigspezialität aus Niederbayern. Die kommt aus München, das Töpfchen. Der ist oben nochmal ja, mit so einer Folie zugespeist. Meine Eltern werden sich freuen. Mein Papa liebt nämlich auch Honig. Ausgewählter Landschaftshonig mit kräftig würzigem Charakter aus Niederbayern für 6,49 Euro für 350 Gramm. Also ich konnte mich sowieso nie für Honig erwärmen, außer vielleicht mal im Tee oder sowas als Süße oder wenn man krank war eben. Aber ansonsten habe ich nie gerne Honig gegessen. Tja, breitsamer Honig. So. Mal was für mich. Pfeffer. Und zwar Perillat-Pfeffer. 4,59 Euro. Ist auch ein stolzer Preis. Das ist, achso. Okay, war das so gedacht? Das ist wohl der kleine Stopfen hier. Und dann, achso, dann ist es gleich mit Mühle. Sehr clever. Sehr praktisch. Ja, also da kann ich ganz gut was mit anfangen und mit Mühle obendrauf finde ich auch klasse. Ich frage mich gerade, ob man das... Oh, das kann man sogar wieder befüllen, also... Das finde ich gut. Kann ich gut gebrauchen. Gewürze kann man immer gebrauchen. So, dann haben wir hier zwei Tees. Das sind jeweils... Da ist jeweils 10 Gramm drin. Kostet je 2 Euro. Da haben wir einmal Yinzen Silver Needles. Weißer Tee. Und Tianmu Ging Ding. Ding 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 Ding. Grüner Tee aus der Provinz Zhejiang. Ja, die probiere ich ganz gerne mal aus. Auch wenn ich mehr so der Teebeutelmensch bin. Aber ich habe so ein Tee-Ei. Also...
duftig, elegant, belebend und erfrischend, bekömmlich, angenehm, herb. Da lasse ich mich mal überraschen. Hier finde ich es ein bisschen schade, dass man nicht dran riechen kann. Das kann man ja bei diesen herkömmlichen Packungen mit den Teebeuteln, kann man ja auch so ein bisschen riechen. Das ist hier natürlich überhaupt nicht möglich von vornherein. Dann muss ich es eben aufmachen. Aber die haben zumindest, dass man den wieder verschließen kann, so einen kleinen Zipper hier oben. So, das war der Tee. Was haben wir denn noch? Baby, Baby, es gibt Reis von Oritza. Kostenpunkt 2,99 Euro. Ich esse gerne Reis. Ich esse ungern Wildreis. Da wird mein Mann sich drüber freuen. Der isst ganz gerne Wildreis, aber ich bin halt mehr so nur für diese weißen Reiskörnchen zuständig. Ja, was soll ich da noch viel zu sagen? Ist halt Reis, ne? Und Oritza ist ja auch eine bekannte Marke. Jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Glaube ich, ja. Man erahnt es schon. Eine Weinflasche Medusa. Medusa? Hieß sie nicht von 101 Dalmatina so? Medusa? Oder bin ich jetzt in der falschen... Oder Bernhard und Bianca? Irgendwo hieß doch mal eine Medusa, oder nicht? So eine alte Gewitterziege. Ja, also die Flasche an sich finde ich sehr schön. Sieht edel aus. Also ist ja meistens so, je weniger irgendwie drauf ist, je weniger Klimbim, desto edler sieht das häufig aus. Und die kostet 25,90 Euro. Oje. Von dem Weingut Gratel. Rotwein Cuvée auf Basis von Merlot. Cuvée-Partner sind Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon. Wisst ihr Bescheid? Ausgebaut in kleinen Barrique-Fässern. Von welcher Jahrgang ist das denn? Also der kommt auf jeden Fall aus Österreich, ist trocken. Und ich würde sagen, das ist ein 2009er, weil das steht irgendwo hier bei so einer langen Nummer, /09. Ja, und bei der letzten Flasche war das ja so, die war in dem Friends Bag, falls ihr euch erinnert. Da war, was war das, ein Sekt oder ein Prosecco oder sowas drin. Und da habe ich doch noch gesagt, naja, trinken wir nicht, ist was für einen Postboten. Ja, zu Weihnachten war das dann so, dass wir zu meinen Schwiegereltern gefahren sind und eine Kleinigkeit für den Bruder meines Mannes noch gesucht haben. Und ja, da haben wir dann eben unter anderem diese Flasche mit eingepackt. Und was im Grunde war es gar nicht verkehrt, was ich gesagt habe, weil er arbeitet bei der Post. Es ist also über Umwege bei der Post gelandet. Und witzigerweise hat er dann aber das Video gesehen. Ja. Und hat dann auch einen Kommentar auf meinem Blog hinterlassen, zu dem gleichen Post eben. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Also, hallo Onkel Tom. Für meine Tochter Onkel Tom. Der beste Onkel, den man sich wünschen kann. Bloß leider zu weit weg. Ja, falls dann irgendwann mal eine Weinflasche bei dir landet. Aber Wein wird ja... Ist das immer so, dass Wein, je älter, desto besser? Oder kann man den irgendwann nicht mehr benutzen? Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Die stelle ich jetzt erstmal in meinen Schrank und irgendwann kann ich die vielleicht gebrauchen. Irgendwann hat immer mal jemand Geburtstag oder man... Ja, keine Ahnung. Also mit der Weinflasche habt ihr den Preis schon raus. 25,90 Euro. Alles andere ist dann praktisch Zugabe gewesen in dieser Box. Ja, wie gesagt, also ich muss sagen, mir gefällt die Box sehr gut, wäre aber persönlich nichts für mich, weil ich einfach, ich bin so der Hausmannskostmensch. Ich brauche nicht dieses ganze Shishi und tada. Aber ich finde so eine Box interessant und es gibt genug Leute, die die anspricht. Und ja, vielleicht ist von euch jemand dabei, der daran Interesse hat. Den Link schreibe ich euch unten in die Infobox. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!